Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Video. Ja, wenn ich mal so die ein oder andere Zielplanung, die kriege ich ja manchmal so zur Hand und wenn ich die dann mir so anschaue, dann stelle ich sehr häufig fest, dass dass einige Menschen mit ganz, ganz falschen Erwartungshaltungen, mit ganz falschen Bildern im Kopf, ja, im Network Marketing starten oder überhaupt eine selbstständige Tätigkeit starten. Da stehen da manchmal solche Dinge drauf wie, ja, Zeitaufwand, den man bringen kann pro Woche 3 bis 5 Stunden. Manchmal sind es auch 3 bis 10 Stunden und dann ist das Ziel eben nach 3 Monaten bereits 5.000 € oder mehr zu verdienen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht geht, ja, aber es ist doch schon, ja, wie soll ich sagen, eine Erwartungshaltung, die man haben kann, aber die ja bei den meisten halt einfach nicht zutrifft, ja. Das heißt, wenn die Menschen an Selbstständigkeit denken, dann haben sie immer so die Bilder im Kopf, die man zum Beispiel von der Werbung oder so halt auch vorgegaukelt kriegt. Schnelle Autos, große Häuser, dickes Bankkonto. Und das ist natürlich auch alles möglich in der Selbstständigkeit, keine Frage. Aber ja, die meisten Menschen, die halt diesen Erfolg haben, und das ist die Kehrseite der ganzen Geschichte, die haben da viele, viele Jahre darauf hingearbeitet. Und ja, was wir halt heute so sehen, ist dann halt immer letzten Endes das Resultat, ja, bei den Menschen, auch auf Social Media und so weiter. Aber nicht den Weg dorthin. Ja, und das möchte ich einfach ganz kurz nochmal beleuchten. Und ich habe dazu auch einen Blogartikel erstellt, weil mir das Thema einfach sehr wichtig ist und da einfach mal ganz ehrlich so beide Seiten gegenüberstellen möchte, sowohl die Vorteile als auch die Nachteile. Das so, by the way, findest du auf oliverschirmer.de. Ich verlinke es auch dann nochmal unter dem Video. Im Zuge des Blogartikels habe ich dann auf der Seite des Statistischen Bundesamts dann eben halt auch folgende Grafik gefunden. Ja, also auf statistikportal.de. Und das sind die Zahlen von 2019. Da gab es insgesamt 672.609 Gewerbeanmeldungen und fast genauso viele Gewerbeabmeldungen, nämlich 614.248. Klar, Gewerbeabmeldungen gibt es viele Gründe. Ja, also Umzug, das Gewerbe zieht von einem Ort zum anderen. Dann gibt es auch ja, Übergaben, ja, solche Dinge kommen dann natürlich auch mit rein, aber ich habe extra mal nachgeschaut, das kann man auch auf der Seite gut nachlesen. Über 400.000 waren halt klassische Gewerbeabmeldungen. Das heißt, das Gewerbe, das gibt es dann halt nicht mehr. Und die Gewerbeabmeldung ist halt, ja, warum meldet jemand ein Gewerbe ab? Klar, es gibt dann Gründe wie Krankheit etc., aber in der Regel ist es doch so, dass ja, die Menschen, die dann ihr Gewerbe dann dementsprechend abmelden, ist dann halt häufig so, weil es einfach nicht rentabel mehr ist, ja, weil das Unternehmen oft nicht so funktioniert, wie man sich's vorgestellt hat. So, und daneben seht ihr die Zahl 18.749, ja, Unternehmensinsolvenzen, also das sind die, die halt zahlungsunfähig sind, ne? So, also so knapp 2,5, 3%. Und ja, was will ich damit sagen? Es ist halt nicht einfach so, dass man mit 3, 4, 5 Stunden, so wie das manchmal in der Werbung oder sonst wo suggeriert wird, den Erfolg eben halt hat, sondern man muss halt eben auch die vielen Jahre sehen, die man braucht, um ja eine Sache einfach ins Laufen zu bringen. Und diese 12, 14, 15 Stundentage, die da dazu gehören, vielleicht die ersten Jahre, dann da mal richtig ranklotzen und dann aber feststellen, dass man vielleicht gerade mal so viel verdient wie ein Angestellter oder ja, dass man vielleicht sogar weniger verdient und das aber trotzdem in Kauf zu nehmen, weil man eben sein Ziel klar vor Augen hat. Und das muss man halt eben auch sehen. Also man muss bereit sein, auch den Preis zu bezahlen, wenn man an eine Sache glaubt. Ja. Und wie gesagt, ich habe auf meinem Blog oliverschirmer.de habe ich dazu einen Blogartikel erstellt, wo ich mal die Vor- und die Nachteile einer selbstständigen Tätigkeit gegenüberstelle, weil ich einfach möchte, dass du ja ganz ehrlich mit dir selbst bist und für dich einfach mal überlegst, Mensch, ist eine selbstständige Tätigkeit, wie zum Beispiel Network Marketing, ja, ist das überhaupt das Richtige für mich? Ja, habe ich ja die richtige Meinung, das richtige Mindset ja zu diesem Thema, ja, damit das Ganze überhaupt erfolgreich werden kann. Gut, also auf der anderen Seite ist es aber so, ja, wenn du natürlich was auf jeden Fall möchtest, wenn du mehr willst, wie ich sag mal, morgens zur Arbeit gehen, abends dann nach Hause und dann einen Betrag X im Monat verdienen, wenn du ja aus deinem Leben, ich sag mal, was Besonderes machen willst, ja, oder was anderes machen willst,
dann wirst du wahrscheinlich um eine selbstständige Tätigkeit nicht drum rumkommen. Ja, also nicht wahrscheinlich, sondern das ist so, ja, wirst du nicht drum rumkommen. Denn du kannst ja einfach mal die Frage stellen, was ist denn die Alternative? Ja, also wenn du einen Traum hast, ja, von einem erfolgreichen Leben, wie auch immer du Erfolg für dich definierst, ne, dann ja, wirst du da keine Alternative haben. Und dementsprechend gilt es dann halt einfach für sich das Geschäftsmodell zu finden, welches zu dir passt. Und da kann ich halt jedem einfach nur empfehlen, schaut euch Network Marketing mal an. Wenn du wissen willst, was ich mache und warum, findest du ebenfalls unterhalb des Videos dann ja weitere Informationen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich einen kleinen Impuls geben konnte. Schau doch gerne auch mal auf oliverschirmer.de vorbei, schau dir den Artikel mal im Detail an. Und ja, würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr so das Thema Selbstständigkeit seht, welche Vor-, welche Nachteile ihr seht, welche Erfahrungen ihr in der Selbstständigkeit gemacht habt. Und ja, und was mich auch interessieren würde, ob ihr ja mit eurer Selbstständigkeit dann dementsprechend zufrieden seid. Ja, habt dazu eben auf bei diesem Blogartikel auch eine kleine Umfrage gestartet. Keine Sorge, ist alles anonym. Würde mich freuen, wenn ja, ihr da eure Stimme hinterlasst. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und ja, wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.